Ja, ganz herzlichen Dank an meine Vorredner, Christine, Sebastian. Schön, euch alle zu sehen. Es ist wirklich beeindruckend, so viele Menschen wieder zu sehen. Ich glaube, seit 2,5 Jahren habe ich nicht mehr so viele Menschen live gesehen. Daher, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gut angekommen. Sie genießen das Netzwerken, die Sessions, On-Site. Es gibt was zum Anfassen, zum Angucken. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als das Ganze nur online zu machen. Ich freue mich, Sie zu sehen, zumindest von den ersten paar Reihen kriegt man vielleicht ein paar Reaktionen mit. Das ist beim Online-Vorträge halten immer etwas schwierig. Und ja, die Technologietage stehen unter dem Motto New Normal. Natürlich ist im Moment die Welt ja gar nicht mehr so schön und das New Normal in vielen Bereichen ganz schön herausfordernd. Es gibt Krieg in Europa. Die Corona-Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei und die Klimakrise hat sich natürlich auch noch nicht in Luft aufgelöst. Kurz zum ersten Punkt, Krieg in Europa, was natürlich der schwierigste Punkt ist, mit so vielen Gräueltaten, Verbrechen an der Menschlichkeit, die hier passieren. Was natürlich schön zu sehen ist, ist die Hilfsbereitschaft in ganz Europa, in ganz Deutschland, bei ganz vielen Firmen. Ich weiß auch, dass ganz viele von Ihnen beruflich von der Firma aus, aber auch privat Unterkünfte anbieten und vieles andere tun, um geflüchteten Menschen, Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Genauso auch bei der SAP. Also über 4.000 Mitarbeiter haben ihre Wohnungen angeboten. Wir haben geschäftlich was gemacht, dass wir dort eben Räume anbieten und so weiter und so weiter und eben auch technologische Hilfe anbieten. Und auch sowas, ich weiß, viele von Ihnen machen das auch, das macht einen großen Unterschied, Jobangebote, weil die Menschen, die hierher kommen, sich auch wieder auf eigenen Beinen stehen möchten. Und das Zweite nach der menschlichen Tragödie ist natürlich eine politische Zeitenwende. Das hier ist keine politische Veranstaltung, daher werde ich hier sehr zurückhaltend sein. Aber ich denke, was gewiss ist, ist, dass wir sehr viel mehr Flexibilität benötigen, um auch bestimmte Entscheidungen durchzusetzen. Zum Beispiel bei uns, bei der SAP war es so, dass wir dann den Vertrieb in Russland, in Weißrussland und auch das gesamte Cloud-Geschäft dort einstellen. Dann das Dritte, was natürlich auch passiert, sind unterbrochene Lieferketten. Und hier von Getreide hin zu Kabelbäumen, hin zu potenziell Gas, welches uns potenziell nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann, wenn man jetzt über Gas nachdenkt, ist natürlich ein sehr wichtiger Energieträger auch für die Industrie, wahrscheinlich auch für viele Firmen, die hier im Auditorium sind. Dann heißt es, okay, dann kann man potenziell Ammoniak nicht mehr herstellen, der wird gebraucht für Düngemittel und so weiter. Also im Moment ist es schon so, dass solche Unterbrechungen der Lieferkette häufig zu Produktionsstillständen führen. Oder Gas wird auch benötigt, natürlich in der Pharmaindustrie, oder in der Glasindustrie und dann, ja, wo kriegen wir unsere Injektionsfläschchen her für Corona-Impfungen, wenn eben kein Glas mehr produziert werden kann beispielsweise. Also da sieht man wieder, wie vernetzt die Wirtschaft heute ist. Und da auch eine Frage ans Publikum, und zwar aus der IT-Sicht. Können Sie, wenn es jetzt zu einem Gasembargo käme, Ihr Business entsprechend unterstützen bei der Planung? Was sind verschiedene Szenarien? Wie wirkt sich das auf Ihre Produktion? Wie wirkt sich das aus auf Ihre Lieferketten? Was passiert dann mit der Mitarbeiterplanung? Was passiert mit einer Lieferantenplanung? Vielleicht muss man natürlich jetzt nach Alternativlieferanten sich eben auch umschauen. Was passiert denn mit dem Finanzplan? Was ist der Impact? Und dann natürlich, eben auch sehr, sehr wichtig, was bedeutet das für einen Cashflow in der Firma? Und das sind Fragen, bei denen wir können nicht alles lösen, aber als IT können wir uns schon mal darauf vorbereiten und die Frage beantworten, ob wir unserem Business mit diesen Entscheidungen und bei diesen Szenarioplanungen helfen können. Und Tipp ist, bei so komplexen Planungen, das funktioniert dann nicht mehr gut in Excel. Dann geht es natürlich um Integration. Nehmen wir mal an, jetzt haben Sie gesagt, okay, ich brauche andere Lieferanten.
bekommen Sie die innerhalb von weniger Tage denn integriert? Wie geht man denn dann mit Stammdaten um? Wie ist die Systemintegration, Sicherheit und so weiter? Und da kommt es jetzt auch auf Sie alle, auf euch alle an, weil Sie einen großen Einfluss haben, wie Unternehmen eben die Weichen jetzt richtig stellen können. Und wir als SAP, wir wollen Ihnen natürlich da bestmöglich helfen. Also nehmen Sie uns da gerne auch in die Pflicht, sei es bei Planung, bei Integration und vielen anderen Themen, wie wir Ihnen und Ihren Unternehmen dabei helfen können. Zweiter Punkt, die Pandemie. Hier natürlich auch erstmal eine menschliche Herausforderung, humanitäre Herausforderung. Da helfen zum Glück Impfstoffe und milde Virusvarianten, die sich jetzt vornehmlich durchgesetzt haben. Dann das Zweite ist natürlich wieder, sind Lieferketten. Also wenn jetzt in China beispielsweise Shanghai oder Shenzhen dicht gemacht werden, weil sie im Lockdown sind, ja, dann hat das natürlich Einfluss auf die gesamte Logistik dieser Welt. Dann das Dritte ist die Klimakrise. Und hier wird es jetzt so deutlich wie noch nie, dass die Abhängigkeit fossiler Energien nicht nur dem Klima schadet, sondern auch geopolitisch eben uns in eine Situation bringt, die wir ändern müssen und ändern wollen. Und daher ist es jetzt nicht mehr nur wegen der Natur so und dem Klimawandel so, dass wir in Richtung erneuerbaren Energien gehen müssen, und zwar das noch schneller, als wir es jetzt schon tun, sondern jetzt eben auch aus wirtschaftlichen Aspekten und geopolitischen Aspekten. Und wir können beides mit den gleichen Maßnahmen erreichen. Also wir können nachhaltiger werden, resilienter werden, wenn wir besser mit Energie umgehen. Daher, auch wenn wir viele andere Herausforderungen haben, müssen wir diesen Bereich auch weiter voranbringen und das New Normal zu einem Better Normal machen. Und auch hier ist die IT natürlich ein wichtiger Enabler beim ganzen Thema Sustainability. Was braucht es insgesamt? Also Nachhaltigkeit. Ich glaube, über Nachhaltigkeit wurde die letzten Jahre schon sehr viel gesprochen. Aber das Zweite ist meiner Meinung nach Resilienz. Sie sehen hier Supply Chain Resilienz, aber auch als breiter gefasste Dimension muss meiner Meinung nach Resilienz Einzug erhalten in die Unternehmenssteuerung. Häufig haben wir maximiert, beispielsweise in Lieferketten, Economy in der Produktion, Economies of Scale genutzt, effiziente Lieferketten genutzt, just in time, just in sequence. Aber wir sind davon ausgegangen, dass die Welt um uns herum relativ stabil ist und wir diese Optimierung durchführen können, unabhängig wie stabil die Lösung ist. Und da muss meiner Meinung nach jede Firma individuell für sich überlegen, was bedeutet es, resilienter zu werden, was ist eine Strategie der Resilienz, Alternativpläne zu entwickeln und so weiter. Und ein Extrembeispiel ist die deutsche Autoindustrie, und die jetzt bei den sehr vielen Herstellern stehen jetzt die Bänder still, weil Kabelbäume nicht geliefert werden können, weil ich glaube um die 80% der Kabelbäume aus der Ukraine kommen. Und es war sicherlich der effizienteste Weg, das so zu organisieren, aber wenn es eben solch eine Krise gibt, durch den Angriffskrieg von Russland in dem Fall, dann kann dieser Standort nicht mehr genutzt werden. Hier ist ein Beispiel, neben vielen anderen Dingen, die gemacht werden müssen, das SAP Business Network, bei dem man eben auch relativ effizient nachschauen kann, was sind denn alternative Lieferanten, natürlich nicht für so etwas Spezielles wie Kabelbäume, das muss man lange entwickeln, aber trotzdem kann man da sich schon mal umschauen, was ist denn meine strategische Lieferantenstrategie und welche Alternativlieferanten habe ich auch. Dann kurz zum Thema Sustainability. Immer mehr Unternehmen müssen und werden und wollen den CO2-Abdruck erfassen und diesen eben auch ausweisen. Und da hat die SAP eben auch schon insgesamt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Umwelt, im Bereich Gesundheit, im Bereich Sicherheit. Und hier ist die Strategie natürlich, all diese Aspekte in die bestehenden End-to-End-SAP-Prozesse einzubinden und ihnen so das Leben da einfach zu machen. Ziel an der Stelle ist ganz klar im Bereich Sustainability, also keine Emissionen, keinen Abfall, sondern Circular Economy.
und auch Gerechtigkeit und keine Ungleichheiten in der Welt. Ich habe schon gesagt, Unternehmen müssen meiner Meinung nach generell agiler und flexibler werden, um mit Fluktuationen am Markt eben noch besser umgehen zu können. Aber wenn Sie sich damit beschäftigen, werden Sie auch ganz schnell sehen, dass komplette Flexibilität natürlich viel zu teuer ist und nicht wirtschaftlich ist. Sie können nicht in jedem Land der Welt eine Produktionsstätte aufbauen, als ein ganz einfaches Beispiel. Das heißt, man muss wirklich planen und sich damit beschäftigen, wie viel Flexibilität brauche ich, wie viel Flexibilität kann ich mir leisten. Und dann, wir haben schon einiges gehört eben zum Thema Cloud-Lösungen. Natürlich ist es mit Lösungen in der Cloud, mit höheren Innovationszyklen, mit einfacher Integration auch einfacher, diese Flexibilität herzustellen. Ich sage nicht, es ist der einzige Weg, aber es ist oftmals einfacher. Und wir als SAP haben deshalb jetzt vor knapp 2 Jahren unsere Strategie nochmal angepasst, und zwar die Transformation in die Cloud noch fokussierter voranzutreiben, auch in unserem Kern im ERP. Und wir wollen allen helfen, noch intelligenter, noch nachhaltigere Unternehmen zu schaffen und jetzt das neue, sozusagen noch resilientere Unternehmen zu schaffen. Und wir haben in den letzten 50 Jahren schon sehr, sehr viel zusammen erreicht. Sebastian hat es gezeigt und für mich ist es ins Hirn gebrannt, dass die SAP 1972 beispielsweise keine eigenen Büros hatte. Die SAP, die 5 Gründer, haben bei den Kunden quasi dann in der Nacht, wenn die ihre Mainframes nicht brauchten, gearbeitet. Und das ist, glaube ich, die Kundenzentriertheit, die man jetzt natürlich immer verbessern kann, gerade wenn das Unternehmen jetzt über 100.000 Mitarbeiter hat. Wie schafft man es, dass man trotzdem so intim mit den Kunden ist? Und da möchte ich auch der DSAG einen ganz großen Dank aussprechen. Denn seit 25 Jahren gibt es die DSAG und seit 25 Jahren arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Ist nicht alles perfekt, aber ich denke, da sind wir uns einig, dass es in schnellen Schritten in die richtige Richtung geht. Und natürlich als SAP freuen wir uns und gucken stolz auf die letzten 50 Jahre. Also 99 der 100 größten Unternehmen nutzen SAP. 87% des gesamten Handels berühren SAP-Systeme. Und im Kern, das ist, glaube ich, wichtig, auch bei der Trilogie oder bei den verschiedenen Episoden, die wir hier gesehen haben, im Kern ist die SAP sich treu geblieben. Denn im Kern geht es immer noch um End-to-End-Prozesse, industriespezifisch. Wir helfen beim Geschäftsprozess, bei der Analyse, beim Management. Und wir haben dann natürlich Anwendungen in verschiedenen Kategorien im Bereich ERP, im Bereich Spend Management, im Bereich Mitarbeiter, im Bereich Customer Relationship Management. Quer dazu das Business Network, habe ich schon kurz erwähnt, dann Industrie-Clouds, industriespezifische Lösungen, Experience Management und Planung. Und dann unten drunter die Business-Technologie-Plattform. Und hier, wie gesagt, ist es für mich auch wichtig, dass man sieht, okay, es in dem Old Normal, ich habe auch die DSAG-Umfrage gelesen, die meisten von Ihnen laufen ein Business Suite, ECC. Im Old Normal war dieser grüne Teil, der war eben in einer Box. Im New Normal sind dieses verschiedene Anwendungen in der Cloud, die schneller Innovationen erhalten, aber die natürlich auch das Thema Integration hochbringen. Und das Thema Integration, also ich bin jetzt 3 Jahre und 4,5 Monate im Vorstand der SAP, das Thema Integration war das größte und kritischste Thema, als ich angefangen habe. Und wir haben massiv investiert, wir haben natürlich auch von Ihnen deutliches Feedback bekommen damals, dass wir einen besseren Job machen müssen. Und da haben wir, habe ich auch letztes Jahr und vorletztes Jahr gesagt, das ist das größte Programm, was wir innerhalb der SAP vielleicht jemals aufgelegt haben. Und das ist jetzt nicht mehr das größte Problem. Ich sage es bewusst ein bisschen provokativ, weil es sich in Ihrer Normalität im ECC, in der Business Suite, vielleicht noch anders anfühlt.
Aber wenn wir die Goto-Produkte hernehmen und schauen, wie diese miteinander integriert sind, dann ist Integration sicherlich nicht mehr das größte Problem. Allein im letzten Jahr haben wir 450 Integrationen geliefert und das sowohl funktional als auch mehr auf einer technischen und Suite-Quality-Sicht, also Workflow, es gibt jetzt ein Task Center, Harmonized User Experience, dann Security, Identity Management, APIs und Events, einige der Dinge haben wir auch schon gehört, dann ein Domain-Modell und eben auch Analytics in einzelnen Produkten, dass wir dort SAP Analytics Cloud embedden und über Produktgrenzen hinweg. Auch da ist ein Rollout nach und nach. Wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr gibt es dann noch Concur, die auch SAP Analytics Cloud integrieren und so weiter und so weiter. Dann haben wir auch in den letzten zwei Jahren extrem viel noch mal mehr im Bereich Security investiert. Auch die Liste ist ja bekannt. Wir arbeiten natürlich auch hier eng mit der DSAG zusammen. Und da haben wir zunächst in den Bereichen Infrastruktur, also nochmal zum Bereich Security, im Bereich Infrastruktur haben wir halt viel investiert und aber auch, wie wir Produkte entwickeln und wie wir die Produkte betreiben. Und da war auch sehr viel zu tun. Dann jetzt kurz zum Punkt sichere Konfiguration, weil wir das auch mitgenommen haben als einen Punkt, auch schon seit einer Weile. Heute ist es in einigen Bereichen schwierig, die Informationen zu finden. Wie Sebastian gesagt hat, die Informationen sind halt breit verteilt für die verschiedensten Services, die Sie finden. Daher arbeiten wir gerade an einem konsolidierten Leitfaden für die sichere Konfiguration von SAP-Systemen in der Cloud und dann anschließend, genau wie Sebastian es gesagt hat, an APIs, sodass man die Soll-Konfiguration vergleichen kann mit der Ist-Konfiguration und dann entsprechend an einem Dashboard. Die Business Technology Plattform ist da auch der Frontrunner. Und wie Sebastian es auch gesagt hat, also Security ist ein Teamsport, daher auch von meiner Seite nochmal der Appell, unterstützen Sie uns auch, also durch und sich selbst natürlich, durch das Einspielen von SAP Notes und auch durch teilweise Upgrades zu neueren Versionen von Produkten. Dann ganz kurz ein Punkt zur SAP Analytics Cloud. Den hat Sebastian auch angesprochen. Also wir haben uns in den letzten 12 Monaten extrem viel um Performance gekümmert und im Endeffekt das Frontend von SAP Analytics Cloud nochmal fast komplett neu entwickelt, weil das Produkt natürlich jetzt sehr, sehr viel mehr Benutzer hat, sehr viel skaliert ist und Sie kennen es, man muss dann eben auch nach und nach Architekturen aktualisieren. Wir haben als Ergebnis zwischen 15% und 80% Performance-Verbesserung in SAP Analytics Cloud, je nach Szenario. Je komplexer die Szenarien, desto höher die Prozentzahl. Gerade in BW-Szenarien, die Sie natürlich auch hauptsächlich nutzen, werden Sie eine deutlich bessere Performance sehen. Kommunikativ muss ich sagen, jetzt im Nachhinein haben wir das nicht gut begleitet. Wir haben Ihnen das nicht verraten, dass wir uns jetzt vornehmlich ein Jahr lang um Performance kümmern. Aber das mache ich jetzt hiermit. Es tut mir leid, wenn Sie von der Feature Roadmap in den letzten 12 Monaten etwas enttäuscht waren. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen, dass wir jetzt die ungefähr 80% der SAP Analytics Cloud Entwicklung kümmert sich gerade um die Performance. Das fahren wir in den nächsten 6 Monaten runter auf 30% der Entwicklung und daher werden quasi 50 Prozentpunkte, viele 100 Personen, Entwickler, wieder frei, um sich um Features zu kümmern, um Modellierung zu kümmern, um User Experience zu kümmern, sodass Sie eben auch an der Stelle wissen können, ja, SAP Analytics Cloud ist ein sehr strategisches Produkt für die SAP. Wir integrieren es in alle unseren Anwendungen. Das heißt, all das, was wir dort in grün haben, wird SAP Analytics Cloud embedded haben. Und daher, so oder so, mussten wir dieses Problem lösen. In den nächsten 12 Monaten werden wir uns auch um die Top 15 der 40 nächstwichtigsten Anforderungen aus dem SAC Customer Influence Portal kümmern. Ich habe einige Leute klatschen gehört, als Sebastian es gesagt hat. Also wir hören Sie und greifen das auf. Nochmal zurück zur Business Technology Plattform. Also sie ist für uns die Verbindung zwischen SAP-Anwendung,
also S/4HANA, dann mit CX, CX mit Service Cloud, HXM mit Workforce Planning und vieles mehr. Die Business Technology Plattform wird für uns quasi das Business Operating System für die SAP und damit die Grundlage für intelligente, nachhaltige Unternehmen. Und sie hilft natürlich in verschiedenen Bereichen. Also einmal das ganze Thema Daten, Datenmanagement, Big Data. Wir haben ein Domain-Modell, sodass wir wie in dem Old Normal, war natürlich die Integration über die Datenbank, es war klar, was semantisch, was ein Objekt bedeutet. Im New Normal haben wir jetzt dieses auch in einem verteilten System hinbekommen, beispielsweise eine Workforce Person. Wir haben jetzt das gleiche Verständnis in S/4HANA und in SuccessFactors und in Fieldglass, was eine Workforce Person ist. Und das ist natürlich die Grundlage für ein semantisch abgestimmtes Datenmodell. Dann gibt es natürlich HANA, HANA Cloud, Data Governance, Data Warehouse Cloud. Und die Business Technology Plattform unterstützt natürlich auch die Bereiche Anwendungsentwicklung und Erweiterung. Ganz wichtig für Clean Core, also wenn man in Richtung S4 geht, man möchte einen Clean Core haben, Modifikationen nicht in dem System machen. Und dann natürlich das Thema Integration, also SAP mit Nicht-SAP. Firmen, es gab letztens eine Umfrage in den USA, haben so ungefähr 120 verschiedene Cloud-Anwendungen, die sie nutzen. 120 verschiedene. Und natürlich, SAP ist bei sehr vielen Unternehmen im Herzen, im Zentrum dieser. Das heißt, man muss eben SAP mit Nicht-SAP auch sauber integrieren können. Und dann das Thema Artificial Intelligence. Wir haben R2-D2 hier stehen. Aber Scherz beiseite, wir embedden natürlich Machine Learning-Fähigkeiten in unsere Anwendung. Dann auch zum Thema Business Technology Plattform hatte ich noch mit meinem Team einen persönlichen und Team-Höhepunkt nach dem ersten Quartal. Ich komme aus der Technologie-Ecke und für mich ist daher immer natürlich eine Freude, wenn unsere Technologie genutzt wird. Daher schaue ich immer Nutzung, Nutzung, Nutzung. Und wir haben mittlerweile mehr als 13.000 Kunden live auf der Business Technology Plattform. Und wir haben, wie misst sich Nutzung dann im Business, in Umsatz? Wir haben jetzt die Grenze überschritten, dass wir mit der Business Technology Plattform mehr als 1 Milliarde € Umsatz pro Jahr machen. Und das zeigt natürlich, wie viele Unternehmen die BTP auch nutzen und wie intensiv sie die BTP nutzen. Daher, wenn Sie es noch nicht tun, denken Sie bitte auch drüber nach, weil es einfach schön zu hören ist in vielen Kundendiskussionen, wenn Kunden Feedback geben und sagen, hey, ich konnte jetzt hier ganz einfach eine Integration machen, ich konnte ganz einfach meine Anwendung erweitern. Sowas freut mich natürlich und ich hoffe, dass Ihnen die Business Technology Plattform neben den anderen vielen Produkten der SAP eben auch sehr helfen kann. Ein Beispiel, um das nochmal kurz anzubringen, ist Henkel. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel, wie Henkel die Business Technology Plattform nutzt. Und zwar kurz, warum? Henkel hat ein sehr komplexes Händler-Rabattsystem. Als Händler kann ich also Punkte sammeln auf Basis von lokalen, von saisonalen und von weiteren Promotionen. Und dabei müssen viele verschiedene Faktoren beachtet werden, gesteuert werden. Es sind sehr große Datenmengen und sehr komplexe Berechnungsroutinen. Und Henkel hat verschiedene Anbieter evaluiert, SAP, Hyperscaler, andere Marktteilnehmer, selber bauen und hat sich dann entschieden, die BTP zu nutzen, denn die anderen Lösungen konnten nicht mithalten. So technisch gesehen gibt es verschiedenste SAP und Non-SAP Daten, die zusammengeführt werden, eine intuitive Benutzeroberfläche und die Berechnungskonzepte kommen direkt aus dem SAP ERP. Und zusätzlich gibt es dann Integrationen in die SAP und die Nicht-SAP-Welt. Es gibt moderne Entwicklungswerkzeuge und HANA Cloud steht da im Zentrum. Weiterhin zentrale Governance, zentrale Security waren für Henkel wichtig. Und was ist der Outcome, um es sozusagen ganz kurz zusammengefasst zu machen? Henkel war in der Lage, so 2.000 bis 3.000 Promotions pro Jahr durchzuführen. Und jetzt sind sie in der Lage, das um Faktor 66 bis 100 zu erweitern, also von 2.000 bis 3.000 Promotions zu 200.000 Promotions im Jahr. Und das verschafft Henkel eben einen Wettbewerbsvorteil. Das sollte IT im Better Normal, sollte Ihnen als Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Was aber auch ganz wichtig ist, Christine hat es erwähnt, es geht nicht nur um die Technologie. Der Fall wäre nicht erfolgreich geworden, wenn es nur ein technologischer Fall wäre, sondern
Es war ein agiler Ansatz. Es wurden Vollzeit Personen abgestellt, die in wenigen Wochen einen Prototypen entwickelt haben. Und es wurde das BIS-DevOps-Modell angewendet, heißt Personen vom Business, Christine, du hast es erwähnt, dann Personen natürlich von der Entwicklung, IT und der Operations, kamen eben zusammen. Daher ein großes Lob an den Chief Digital and Innovation Officer Michael Nilles und sein Team von Henkel, die eben auch den kulturellen Wandel hinbekommen haben. Ganz elementar für eine Transformation. Dann, ja, Glückwunsch. Und ich weiß, von Henkel sind sogar ein paar Personen hier, glaube ich. Sehe ich hier jemanden? Ja, vielleicht noch nicht. Man muss auch kein Cloud-Native-Entwickler sein, Full-Stack-Entwickler sein oder ABAP-Entwickler mehr sein, um Anwendungen zu erweitern, Workflows zu entwickeln und so weiter. Und zwar geht es darum, das Thema Low-Code, No-Code. Ich mache es nur ganz kurz. Nachher gibt es die vierte Session, ist es, glaube ich, bei euch, ne? In der im Transformationsbereich. Auch viele anfassbare Beispiele. Also mit SAP Process Automation und AppGyver können eben auch Experten aus Fachabteilungen Anwendungen bauen, RPA-Bots bauen, Workflows entwickeln. Und zwar der Fachkräftemangel wurde angesprochen. Es geht nicht darum, irgendjemanden von Ihnen oder der ein Full-Stack-Entwickler ist, zu ersetzen, aber es gibt so viel zu tun, das kann man gar nicht mehr alles schaffen. Dann ganz kurz, es gibt hier nach einem Hyperscaler-Roundtable, aber ich wollte nur sagen, ich kriege häufig die Frage, wie differenziert sich denn die SAP von Hyperscalern? Und für mich ist das B in der Business Technology Plattform an der Stelle das Wichtigste. Und zwar geht es um die Business-Zentriertheit. Die semantische Integration, die Kontextualisierung von Daten, schnelleren Time-to-Value, geringeren TCO. Integration eben in SAP-Systeme, sodass Daten beispielsweise eben auch sofort out of the box nutzbar sind. Und ganz wichtig, es gibt Content-Pakete, also technische Vorlagen, die dann von Ihnen angepasst werden können. Beispielsweise nur im Bereich Integration haben wir ungefähr 2500 vorgefertigte Pakete. Wenn Sie sich Ihre Systeme integrieren müssen, SAP und nicht SAP, SAP mit Regierungssystemen ist ein häufiger Anwendungsfall, oder eben auch SAP und nicht SAP. Dann sehen wir, zum Beispiel hatten wir jetzt einen Kunden, die wollten im Bereich Financial Planning ein Projekt durchführen. Es wurde geschätzt, dass das Ganze 6 Monate dauert. Und wir haben es mitbekommen, haben gesagt, hey, aber habt ihr euch schon mal diesen vorbereiteten Content angeschaut, der schon da ist? Nee, kannten wir nicht, war die Antwort. Und dann haben sie sich das angeschaut und dann ging plötzlich die Projektlaufzeit von 6 Monaten runter auf 2 bis 4 Wochen. Weil nur noch der vorgefertigte Content, der schon vorintegriert ist, angepasst werden musste. Und das liefern natürlich die Hyperscaler beispielsweise nicht. Wenn Sie generell mehr über die BTP erfahren möchten, Steffen Pietsch kommt nochmal auf die Bühne später in einer Session mit dem Felix von Reischach von unserer Seite. Wichtig zu wissen ist, glaube ich, auch natürlich, die Transformation geht nicht von heute auf morgen und ist sehr individuell. Sie in Ihrem Unternehmen müssen eben herausfinden, was Sie brauchen. Und wir als SAP haben Anfang letzten Jahres Rise with SAP angeboten. Und im Zentrum steht, das ERP in die Cloud zu bringen mit SAP S/4HANA Cloud und dann eben Erweiterungen, Integrationen und so weiter auf der BTP zu bauen. Mehr als 1600 Kunden profitieren davon. Und wenn ich mir aber die DSAG-Umfrage anschaue, dann sagen 60% von Ihnen, dass Sie RISE with SAP schon mal gehört haben, aber Sie eigentlich noch viel mehr Informationen bräuchten. Und es gibt nachher nochmal dediziert Sessions dazu. Aber wichtig ist einfach zu wissen, wir wollen Ihnen helfen. Es soll ein Gesamtpaket sein. Und zwar haben wir häufig von Kunden gehört, es ist schwierig für sie, die SAP, einen Hyperscaler, wenn es nicht im SAP Data Center laufen soll, und eben dann Systemintegratoren und Partner zu koordinieren. Und daher ist RISE with SAP ein Angebot von der SAP. Ich sehe, ich bin ein bisschen knapp in der Zeit, daher gehe ich nur ganz kurz darauf ein, auf ein Kundenbeispiel, Pfeiffer. Wir haben quasi einen Überlebenskünstler der deutschen Industrie gefunden, der eben auch mit S/4HANA und mit RISE with SAP sich transformieren möchte. Und zwar ist Pfeiffer
eines der 15 ältesten Familienbetriebe in Deutschland. 1579 gegründet. Es war eine kleine Seilerei und ist jetzt eine internationale Firmengruppe, 1700 Mitarbeiter, 450 Millionen Umsatz, Weltmarktführer im Seilbau und der Hebetechnik. Und sie nutzen Rise eben, um ihr Unternehmen fit zu machen für die Zukunft, durchgängige End-to-End-Prozesse, beschleunigte digitale Transformation und dann auch, warum wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn man so, schon so lange überlebt hat, möchte man noch mal weiter 500 plus Jahre überleben. 20% Reduktion in Vertriebs- und Verwaltungsprozessen, eine intelligente Variantenlogik anwenden bei 50% der Produkten, um da eben Mehrwerte zu schaffen, Effizienzen zu schaffen, Resilienz zu schaffen. Und hier geht es dann natürlich auch um ein effizientes Wachstum, also S/4HANA Cloud so schnell ausgerollt werden, ein besserer Kundenservice, ein Webshop, bei dem Kunden sich selber ihre Produkte konfigurieren und bestellen können. Und das Ganze ist eben im Kontext von S/4HANA Cloud, der Business Technology Plattform und branchenspezifischen Lösungen vom Partner All for One Group passiert das. Dann ist es da auch so, dass wir von Pfeiffer natürlich einiges lernen können, wie sie vorgehen. Und hier war schon der Punkt, okay, ist Transformation as a Service? Ist vielleicht natürlich ein bisschen marketingmäßig aufgezogen, aber es soll zeigen, dass wir als SAP wirklich probieren, alles zusammenzubringen, was sie brauchen für eine Transformation as a Service. Auch, dass sie als IT ein passender Partner sein können für ihr Business. Vom Cloud ERP über Business Process Intelligence, um zu analysieren, was muss denn überhaupt verändert werden, wie kann das verändert werden. Dann, ich habe schon über die Business Technology Plattform gesprochen, ich habe schon über Business Networks geredet und dann natürlich am Ende zählt immer das, was rauskommt. Also es geht immer um Business Outcomes und hier hören wir auch zu, dass es Ihnen nicht leicht genug fällt und dem SAP-Ökosystem den Mehrwert von Rise zu erkennen. Und daher haben wir einen Value Lifecycle Manager noch ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob es von hinten klappt, sonst machen Sie es irgendwann in Ruhe. Value Lifecycle Manager. Und da können Sie eben auch einen Business Case und den Mehrwert von Rise individuell bestimmen. Natürlich ist das auch nur ein Schritt, der aber hoffentlich bei der Diskussion dann hilft, die mit SAP und mit Partnern der SAP und intern in Ihrer Firma stattfindet. Weitere Enablement-Optionen, wir haben nämlich auch Feedback bekommen, okay, Enablement. Ich kriege ehrlich gesagt sehr viel positives Feedback zu reinen Technologie-Themen. Auch da gibt es noch viel zu tun, aber sehr positives Feedback an der Stelle. Und dann geht es jetzt um Enablement, weil das noch nicht gut genug im Markt angekommen ist. Wir haben mit dem SAP Business Technology Plattform Free Tier bereits mehr als 30 der wichtigsten Services auf der Business Technology Plattform bieten wir frei an. Jeder von Ihnen kann es nutzen, jeder Partner kann es nutzen, einfach kostenlos nutzbar. Dann, was macht man damit? Okay, jetzt gibt es das Angebot, was macht man damit? Es gibt das SAP Discovery Center als zentralen Einstieg für alle BTP-Services und auch Use Cases. Da gibt es eben Anwendungen, beispielsweise wie ich eine SAP-Landschaft erweitern kann und das schön durchgeführt in verschiedenen Schritten. Ich kann dort auch, kleiner Tipp, nach Free-Tier-Services oder Free-Tier-Use-Cases filtern und sehe dann, welche Use-Cases ich durchführen kann, nur mit den Free-Tier-Services, dann kann ich es einfach ausprobieren. Dann noch was weiteres. Sebastian ist auf Learning eingegangen und da war das zweite Logo von links, war ein SAP-Logo. Also auf learning.sap.com gibt es 9 umfassende Learning Journeys zur BTP. Die haben wir vor einem halben Jahr ungefähr gelauncht. 70.000 Personen haben die bisher genutzt. Wenn Sie es noch nicht kennen, learning.sap.com. Und zusammen mit OpenSAP haben wir bereits mehr als 5 Millionen Kursteilnahmen zu SAP-Themen verzeichnen können. Und das einfach, es gibt die Möglichkeiten. Ich habe nur eine schlechte Nachricht, ich kann Ihnen keinen Rabatt geben, weil das alles schon kostenlos ist. Auch ist ein Thema zum Bereich, ich habe es angesprochen, Low-Code, No-Code. Also auch dort können Sie sich durcharbeiten, selbst wenn Sie nicht oder jemand in Ihrem Business nicht programmieren kann, sollten Sie da am Ende von den Kursen, das sind glaube ich 6 Stunden insgesamt, in der Lage sein,
eine Anwendung zu entwickeln. Und wir möchten Sie natürlich noch weiter auf dem Weg in die Cloud unterstützen. Daher hoffe ich, dass ich Ihnen vermitteln konnte, warum aus unserer Perspektive eine Transformation in die Cloud mittel- und langfristig so wichtig ist. Der Weg dahin ist nicht immer ganz einfach, nicht immer ganz linear, aber wir werden alles dran setzen, Sie bestmöglich dabei zu unterstützen, so wie Sie es brauchen. Das ist alles sehr individuell. Und das gilt auch für Unternehmen und Behörden, beispielsweise, die eine souveräne Cloud brauchen. Also da machen wir auch weitere Schritte. Und Sie können auch im On-Premise-Umfeld weiterhin auf uns zählen. Ich glaube, selbstbewusst sagen zu können, dass wir die einzige Softwarefirma sind, die überhaupt ein Commitment für solch eine komplexe Software bis 2040 im Unternehmensbereich herausgibt. Daher, ja, es gibt noch Diskussionsbedarfe in verschiedenen Details, aber wir haben uns so aufgestellt, dass wir Ihren Unternehmenserfolg sicherstellen können, Ihnen helfen können, sei es in einer hybriden Umgebung, sei es in einer On-Premise oder einer gehosteten On-Premise-Umgebung oder eben auch in der Cloud. Und ganz richtig, ich sehe auch die hybride Umgebung eben im Moment als ganz klar dominierend an. Abschließend möchte ich Sie noch ganz kurz zur SAP Sapphire nächste Woche einladen. Virtuell, zusätzlich zu den jetzigen DSAG-Technologietagen mit all den spannenden und sehr relevanten Themen und Beteiligung von SAP, gibt es nächste Woche eben nochmal die Sapphire. Da gibt es auch ganz viele verschiedene spannende Themen zum SAP-Kontext. Und als Teil unseres Nachhaltigkeitsversprechens pflanzen wir pro Teilnahme einen Baum. Und wenn Sie bei 15 Sessions teilnehmen, dann pflanzen wir auch 15 Bäume, um da eben auch einen kleinen Beitrag zu leisten. In dem Sinne bedanke ich mich für die Partnerschaft, ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich hoffe und bin fester Überzeugung davon, dass wir alle konstruktiver, guter Teil eines Better New Normals werden und sein können. Vergessen Sie die Learning Journeys nicht und ganz, ganz herzlichen Dank.